Also das ist jetzt einfach ein relativ feuchter Schnee, aber fühlt sich einem am feuchten Naturschnee nicht unähnlich an. Was für uns jetzt eher gut ist, wenn jetzt eine Feuchtigkeit drin ist, die kann über Nacht gefrieren und dann sollte man am Morgen entsprechend harte Trainingspiste zur Verfügung haben, auf der es optimal zum Trainieren geht.